Hallo zusammen, Michi ist wieder heute und ich bin wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute so einen kleinen Torghast-Run zeigen. Heute wollen wir uns nämlich einmal nach Morgoth begeben. Und dort brauche ich nämlich noch einmal hier das 16er Achievement, wo man einen marklosen Run durchlaufen muss. Und ich würde sagen, da schauen wir jetzt mal rein. Heißt, wir müssen hier 200 Punkte erspielen. Dementsprechend entspricht das 5 Diamanten, so rum. Und ja, ich habe jetzt schon die Tage 1 für Trials gemacht, bin ein bisschen gescheitert tatsächlich, weil ich hier deutlich mehr Schaden tatsächlich kriege als in den anderen Teilen. Ich habe ja mittlerweile schon insgesamt 5 fertig und das ist jetzt der letzte fürs Meta-Achievement. Ne? Die anderen habe ich auch aufgenommen, falls euch das interessiert, könnt ihr da in die Playlist gerne reinschauen. So, jetzt probieren wir hier am Anfang gleich mal einen größeren Pull, weil das sind glaube ich alles Non-Elite hier, oder? Die können wir alle zusammenpullen. Ah, ach ne, das ist doch keine Elite. Okay, den kriegen wir noch hier rein. Komm, dann ziehen wir hier nochmal Inka. Ich muss es jetzt echt defensiv spielen, das Ganze. Ich glaube, the way to go ist, dass ich nicht so offensiv reingehe, weil im Normalfall bin ich ja als Tank immer so ein bisschen angehalten. Ich pull möglichst viel und versuche halt über Cleave Damage das Ganze zu machen. Ne? Aber hier gibt es halt mehrere Punkte, wo mir das Ganze so ein bisschen die Suppe versalzt. Einmal, dass du hier so Mobs hast, die geben dir so einen Debuff, nur dass du eine High Reduction hast. Dann hauen die Mobs auch irrsinnig rauf, was auch nicht so nice ist. Und teilweise hast du aber auch die Problematik, dass du gar nicht viel pullen kannst, weil du immer auf so Plattformen hin und her hüpfen musst. Ne? Das werden wir jetzt aber gleich sehen, ob ich diese Ebenen kriegen werde oder nicht. Dann nehmen wir mal das hier mit. Allein die Zone haut mir übelst rein, ne? Also ich finde es halt so krass, wie unterschiedlich schwer das sind. Das waren ja alles 16er, die ich gespielt habe. Und manche, da bin ich durchgeflogen. Da habe ich eine komplette Ebene zusammengepullt. Bin durchgeflogen, habe keinen Schaden gekriegt, habe alles weggerotzt. Wie ob die Mobs 20 Level unter mir wären. Und hier drin pull ich 3 Mobs zusammen und krieg auf den Sack ohne Ende. Seht ihr, was ich hier bei den 3 Non-Elite reinkrieg? Muss ich hier noch eine Dings ziehen? Defensive Convoke. Lass mich die Mobs nicht zerratzen. Da muss ich echt richtig aufpassen. Das ist natürlich jetzt keine gute Fix. Jetzt nehmen wir mal das hier mit dem Knurren. Machen wir zumindest noch ein bisschen mehr Damage. Ach ja. Ne, komm, wir machen es jetzt vorsichtig. Eins nach dem anderen hier. Ich habe auch diesen Phantasma-Dieb dabei, ne? Also sprich, wenn ich dann nachher ein bisschen mehr Phantasma hab, dann kommt dann immer so ein kleiner Blub und der klaut dir das. Da muss man ein bisschen aufpassen. Wenn es blöd läuft, ist halt dein komplettes Phantasma dann weg und dann stehst du da halt erstmal. Können wir uns manuell mal hochheilen. So. Ach, hier haben wir diese Laser-Dinger. Komm, beide Laser in meine Richtung. Das wäre jetzt schon fast wieder vorbei gewesen. Ich muss die ein bisschen hinterziehen. Das ist halt auch das Problem. Du hast die normalen Voids, du hast die Laserteile, die durch einen durchgehen. Und hier ist halt oftmals... Ach komm, habt ihr gesehen? Wenn ich jetzt nicht die Inka gezogen hätte, wäre ich halt tot gewesen. Sind halt beide, die sind halt in mir gespawnt und haben durch mich durchgelasert. Muss ich halt hier in die Suppe rein. Ach, der ist halt nur noch Suppe, ich komme halt gar nicht mehr weg. Muss halt Inka jetzt ziehen. Soll ich ihn jetzt nur hin? Nirgends. Schaut euch das an. Es ist einfach alles zugeschüttet. Muss ich mein HCD ziehen, sonst wäre ich ja halt gestorben. Einmal durchlaufen. Komm, ich nehm jetzt hier Dings mit. Ja, jetzt sind wir halt total overcapped. Eigentlich müsste ich jetzt einen großen Pull machen. Ja super, jetzt ist der gespawnt. Ja, watch your feet, du fick dich, ganz ehrlich. Was soll ich denn machen? Ich muss den jetzt hier killen. Komm, den convoken, wa?
Wie ich Mordegard hasse, ne? Mordegard hasse. Ich müsste jetzt halt eigentlich alles zusammenpullen, dass ich einen großen Pull da reinkrieg, aber das kann ich eigentlich fast nicht machen. Weil ich keine Inka ready hab. Rippe ich. Wahrscheinlich wäre das Beste jetzt sogar einfach zu warten. Aber das geht halt eigentlich wegen der Zeit halt auch nicht. Aber ich muss jetzt Inka ziehen, ne? Also der Plan war eigentlich, die eine Gruppe zu spielen, den Balken voll zu füllen und dann mit Inka einen großen Pull zu machen und dem Buff. Aber wenn ich halt Inka nicht gezogen hätte, wäre ich halt in der Void gestorben. Wenn ich die Mobs weitergezogen hätte, dahinter hätte ich sie noch ziehen können, dann wären sie hundertprozentig resettet. Und nach vorne kann ich nicht, weil dann hätte ich mehr. Also ist es halt so vertrackst. Das Blöde ist halt, das hier ist auch so kacke gescaled, dass du quasi, die Mobs, ne, so ein bisschen, ein paar Meter kannst du ziehen und dann resetten sie. Also wenn ich die Mobs von hier, die ich da gepullt habe, in den Raum gezogen hätte, wären die hundertprozentig resettet. Aber das wäre die einzige Möglichkeit gewesen, nicht in einem Laser oder in der Grütze hier zu stehen. Jetzt ist halt die Frage, ja, das Cleverste, was ich jetzt halt echt machen kann, ist halt echt schade. Aber ich muss halt jetzt quasi die Inka abwarten, sonst kann ich den Pull nicht machen, ne? Das tut meine Zeit jetzt halt übelst runterhauen. Das hatte ich, glaube ich, auch in keinem anderen Teil, dass ich irgendwie warten musste, ne? Absichtlich. Aber ich habe halt sonst nur die Alternative, dass ich jetzt ohne Inka den Big Pull mache, dann sterbe ich hundertprozentig. Oder ich mache keinen Big Pull und krieg in den Ermächtigungsbonus halt keinen Bonus rein. Oder halt kaum was. Das ist halt auch für den Sack dann. So, okay, jetzt haben wir noch 13 Sekunden. Okay, das müsste eigentlich passen. Alter, wie viele Dinger sind da? Ich muss sofort alles ziehen. Die haben mich instant runtergehauen. Okay. Ja, wunderbar. Watch your step. So viele Laserteile. Watch your feet. Alter, musst. Aber sehen, hätte ich keinen Enkel gehabt, wäre ich instant tot gewesen. Instant. Gar keine Chance. Den Boss habe ich auch getötet. Warum sind die jetzt nicht mitgekommen? Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Also das war schon mal gut. Also es war jetzt ein relativ großer Pull und da ist einiges auch reingegangen. An Bonus. Krieg ich den noch in den Bonus rein? Schade, er ist nicht mehr reingegangen. Also Ermächtigungsbonus war das jetzt, denke ich mal, einiges. Das war ganz gut. Da geht immer besser. Zeit dürfte halt jetzt hier schlecht sein, aber ich meine, es war eine gute Entscheidung, dass ich da jetzt gewartet habe tatsächlich. Aber wir werden nachher sehen, ob es reicht. So, jetzt holen wir uns ein paar Bonis hier einmal ab. Dann werden wir sehen. Ich sag's euch, ich bin so froh, wenn ich dann hier erstmal nicht mehr rein muss. Eine Chance, Vielseitigkeit. Komm, machen wir mal die Chance auf Vielseitigkeit. Ich weiß zwar nicht, wie hoch die ist. Watch your feet. Watch your feet. Watch your feet. Vogue runter. Watch your feet. Ich habe jetzt einige Convoke-Bonis, aber halt blöderweise nur nicht sonderlich viel, was overall mein Damage erhöht, ne? Ob ich danach noch was krieg. Ich weiß gar nicht, ob ich das letzte Mal auch so gestruggelt habe. Ne? Ich habe ja seit ich dann quasi die, was waren es, ein 12er damals gemacht habe, war ich nicht mehr großartig in Torghast drin. Ich habe zwar zwischendrin immer mal wieder für diese epischen Steine das am Anfang noch gemacht, aber dann auch nicht mehr. Ne? Klar, es gibt hier noch ein bisschen T-Mog und so, aber ja. Ah, schau mal, da haben wir wieder so einen. Den müsst ihr mal töten. Einmal raus convoken, wenn ich quasi die Zone switch, dann resettet das eh wieder. So, jetzt schauen wir mal, was wir für einen Ermächtigungsbonus haben. Naja, 40% ist ganz gut. Wir haben halt 8 Minuten für die Ebene gebraucht. Ich habe jetzt halt knappe 2 Minuten einfach abgewartet. Ja, also Zeitbonus kriegen wir jetzt keinen guten, ne? Aber zumindest Ermächtigung ist 40% schon nicht schlecht. Kann ich eigentlich nichts sagen. Interrupt.
Das hier ist, glaube ich, die allerbescheidenste Ebene überhaupt, weil es die ist, wo du immer nur eine einzelne Plattform hast, ne? Oder? Ist das das? Ah ja, das ist das. Ich weiß gar nicht, ob es möglich ist, dass du einen Mortigat-Ding auch kriegen kannst, wo das nicht so ist, aber ich glaube nein. Also das ist jetzt halt für mich als Tank ein bisschen kacke, ne? Habt ihr gesehen, wenn ich dann, ich kann so einen echt Riesenpull quasi machen, dann brauche ich aber auch gut Mobs, dass ich mich über die Mobs heile, ne? Das ist die Sache. Aber gut. Also ich glaube, Zeitbonus wird am Ende, wenn ich das hier durchschaffe, ohne zu rippen, wird das eine ganz miese Sache. Ich muss es halt über die anderen Sachen irgendwo rausholen. Schauen. Blöde ist, ich kann mich hier nicht mal schnell durchhackeln, weil ich brauche ja blöderweise alle Ebenen, ne? Also ich muss überall alles mitnehmen. Sagen wir mal links, rechts, links, rechts. Da müssen wir uns dann auch irgendwo hochhackeln. Ich glaube, der Laser, der kommt tatsächlich nur, wenn ein Elite-Mob da ist. Habe ich den Eindruck. Das Fiese ist, ne? Die Kugel spawnt, du siehst aber nicht, in welche Richtung der Laser geht. Das Einzige, was du eigentlich machen kannst, sobald die Kugel spawnt, möglichst weit weg zu gehen. Aber wenn du halt, ne, hier auf der Plattform ist halt schwierig, möglichst weit weg zu gehen von dem Laser. Das erinnert mich immer total an Diablo 3. Ich hab das... Super, jetzt ist er despawned. Aber der kommt dann wieder, ne? Spawnt er dann hier wieder, oder? Deswegen hasse ich... Fuck, der ist da wieder gespawnt. Deswegen hasse ich Mortigat auch. Mob verschwindet einfach und spawnt danach nach ein paar Sekunden irgendwo wieder. Bitte nicht in meine Richtung. Jetzt muss ich da hinten irgendwo rum. Ja, muss ich dann nochmal zurücklaufen, weil die Prozente brauche ich auf jeden Fall. Hasse Torghast im Allgemeinen. Also ich finde, Torghast im Allgemeinen finde ich eigentlich ein Feature, das ganz okayisch ist, ne? Also ich würde jetzt nicht behaupten, Torghast ist mein absolutes Lieblingsfeature und das Beste, was Blizzard je gemacht hat. So weit würde ich nicht gehen, aber ich finde Torghast ganz okay, ne? Kannst es auch alleine machen und so, ne? Alles soweit chillig, aber... Ist die eine Orb jetzt despawned? Oh nein, komm! Ich dachte, der Kandidat nochmal holen, die bleibt nur ein paar Sekunden da. Ja, das war jetzt eine Nullnummer. Aber Mortigat mag ich definitiv nicht. Schauen wir mal, ob ich irgendwo einen großen Pull dann machen kann. Jetzt nehme ich den noch kurz mit. Dann muss ich mal gucken, ob wir da irgendwo was mehr pullen können. Ah, da kommt wieder dieser Kackblub. Watch your feet. Komme ich dem Blub nicht nach. Watch your feet. Muss ihn convoken. Wenn der jetzt meine ganze Dings gefuttert hätte, ne, müsste ich halt Heart of the Wild wasten und convoke. Aber wenn der jetzt mal ein Zeug gefuttert hätte. Was, er war nicht tot? Der war halt einfach nicht tot, der Dude. Watch your feet. Watch your feet. Watch your feet. Schauen wir mal, wo ist der größere Pull? Rechts oder links? Watch your feet. Hier ist der große Pull, okay. Das war die richtige Entscheidung. Wisst ihr, dass ich wenigstens hier so ein paar von den Prozenten reinkrieg? Alter, das waren halt einfach wieder... Drei Dinger, vier. Ich muss immer in diesen Kern reinlaufen, dass ich den soake. Hab ich den jetzt gesorgt? Ja. Dass der Buff hier weiter hochgeht, wisst ihr?
einzige Gute ist, hier sind relativ viele Schlundratten und ich habe vorhin den Schlundratten-Buff mitgenommen, dass ich dann im Prozentual mehr Leben kriege, oder? Habe ich? Doch, ja, habe ich. Das ist eigentlich gar nicht schlecht. Okay, das ist jetzt beides ziemlich kacke, weil ich mit Wurzeln überhaupt nicht spiele. Kommt auf die Klasse drauf an, als größte Schami bockt es ziemlich. Hier, Torgas oder wie? Ich hätte es nicht gedacht, dass es mit dem Heiler nice ist. Ach, oder kannst du da mit dem Erdele so richtig Damage machen? Ich habe mal gesehen, dass ein Heal-Schami mehr Damage als alle DDs gemacht hat, ne? Bei so einem Big Pull. Einfach nur mit dem Erdele, wo ich mir auch dachte, alles klar, was geht da ab? Weiß ich jetzt nicht, also... So schlimm, wie ihr Torgas darstellt, finde ich es jetzt ehrlich gesagt echt nicht. Außer Mortigat, oder wie der Laden heißt. Das ist wirklich ätzend. Okay, da, jetzt haben wir da blöderweise nicht viel ready hier. Jetzt eine schwierigere Angelegenheit. Fuck it. Ich habe halt leider auch noch keinen Mondfeuer-Trade oder irgend... Oh, fuck. Watch your feet. Ich halt auch gleich keine Heilung mehr. Problem ist, der eine, der mir den Heal-Debuff drauf macht, ist halt auch ein Caster-Mob, der da ganz hinten immer dran steht. Alter, jetzt sind wieder zwei in mir drin gespawnt. Diese Plattform ist zugewoldet. Debuff ist zum Glück ausgelaufen. Also, ich habe ja ursprünglich gemeint, ich habe ja eigentlich ganz nice Fixe, aber dieser Laser auf diesen engen Dingern, gepaart mit den Voids, dass hier alles zugewoldet ist, ist halt nicht so geil, ehrlich gesagt. Jetzt habe ich hier noch so einen kleinen Zipfel, wo ich mich hinstellen kann. Ich spare jetzt mal. Ach komm! Habt ihr das gesehen? Die Orb ist genau in mir drin gespawnt und hat mich fast weggeratzt. In diesem kleinen letzten... Ja, okay, jetzt kann ich eigentlich auch... Jetzt ist alles zugegrützt. Hätte ich mal lieber meine Dings gezogen. jetzt kommt noch der Schnabulierer-Mob. Watch your feet. Watch your feet. Na komm, Convoke. Zum Glück haben wir Convoke aufgehoben, sonst hätte ich ihn wahrscheinlich nicht so schnell... Warte mal, hat das gerade 3 Millionen Schaden gemacht? Nee, ne, das wird falsch angezeigt. Ja, ich schaue ja auf meine Füße hier. Gib mal eine Ruhe. Ja, das stimmt schon. Torgas ist halt ziemlich RNG mit guten Powern, ne? Also, bei manchen Klassen wahrscheinlich mehr als bei anderen. Alter, da sind halt 3 Orbs ineinander gespawnt. Schaut euch das an. Run. Das ist jetzt hier Run. Jetzt, ich ziehe jetzt hier den Ding. Scheiß drauf. Stehen. Tief die mit Inka weg. Wahrscheinlich ein bisschen gewastet. Wahrscheinlich jetzt oben ziehen sollen lieber. Egal. Also da haben wir jetzt die Power gerade ein bisschen gewastet, aber weiß ich nicht. Oben ist wahrscheinlich auch nicht mehr so viel mehr, oder? Mal gucken, was wäre oben noch gewesen. Aber ich müsste jetzt alles haben bis... Ah, da können wir auch noch hoch. Na, gut, so viel mehr ist das der Boss in 2-3 Gruppen, ne? Weiß ich nicht. Wäre wahrscheinlich oben besser gewesen. Ich bin immer so ein Experte, bei Sachen runterzufallen. Echt ein bisschen schauen. Okay, das hat sich mal gar nicht garantiert. Wie können wir jetzt hier wieder rüber? Ah ja, da geht's. Meint ihr, da ist noch irgendwas oben? Ich sehe jetzt ehrlich gesagt nichts, ne? Wie soll ich denn da hinkommen? Seht ihr das?
Ach, da drüben sind noch zwei Viecher wieder aufgetaucht. Na, ganz toll. Also ich könnte hier runterspringen und dann versuchen, mich so wieder hoch zu grippeln, aber ich weiß nicht, ob das funktioniert. Wie viel Ruf man mit dem Vertrag extra kriegt? Ich habe den Vertrag selber, ehrlich gesagt, noch nicht ausprobiert oder nicht benutzt in Sir Mortis, aber bis jetzt war es immer so, dass du mit Vertrag, glaube ich, pro World Quest 10 Ruf immer zusätzlich gekriegt hast, ne? Warum soll das nicht funktionieren? Soll ich es probieren? Soll ich da runterspringen und die Dinger holen? Oder soll ich drauf scheißen? Ich hab halt die... Weil das Ding ist, der Haken ist halt hier. Ich krieg den Haken wahrscheinlich nicht anvisiert von da unten. Vermute ich mal. Was meint er? Sollen wir es probieren? Mit einem Dunkelmond... Ja, mal kriegst du vielleicht 10% mehr. Nee, komm, scheiß drauf. Ich hol das Zeug nicht. Ich hab's mir jetzt kurz durch den Kopf gehen lassen. Ich flieg sicher runter, hab dann den Tod für nix rausgehauen. Wir lassen das eine Ding, scheiß drauf. Ich hab's mir kurz überlegt, ne, aber es ist, glaube ich, eine schlechte Idee. Das ist, glaube ich, eine schlechte Idee. Ich muss noch zurück wegen den Geistern. Ups, jetzt sind wir in den Laser rein. Jetzt steht er mit seinem Schild in beiden Lasern drin. Das ist so behindert. Kommt auch noch so ein Abfuck-Mob. Perfekt, lauf die ganze durch den Laser durch. Ohne Konvok krieg ich den wahrscheinlich nicht tot. Jetzt ist er mit meinem Ding abgehauen. Mit meinem Zeug. Das ist so behindert. Das Ding ist, ich mache halt Single-Target. Es tankt zu wenig Schaden, dass ich den Blub tot krieg. Habt ihr das gesehen? Jetzt ist der gespawnt. Ich habe die ganze Zeit auf den draufgehauen, was ging. Kannst vergessen. Hat nicht gereicht. Sogar in der Inka. Einfach nur mit Hauen durchgezogen. Ich krieg ihn halt nur mit der Convoke tot, ne? Das Problem ist, wenn da mehrere Mobs sind, dann teilt sich der Schaden auf. Dann war's das. Also dieser Blub, das ist immer ein bisschen ätzend, wenn der da spawnt. Naja, mal gucken. Jetzt hat er mir halt einiges an Zeug geklaut, ne? Das sind, glaube ich, so 200 oder was er einen klaut. Ist halt nicht so nice. Naja, wenigstens sind wir nicht gestorben. Gut. Kannst aber den Haken auf der letzten Plattform anvisieren. Ja, wahrscheinlich könnt ich da so irgendwie rüber, aber jetzt killen wir erstmal die beiden. Das ist halt auch das Blöde, ne? Da waren sogar zwei Elite-Mobs dabei, hier drüben. Und da hatte ich ja den Ermächtigungsbonus gezogen, aber die sind halt verschwunden, bevor ich sie töten konnte. Und dann sind die jetzt halt auch nicht in den Ermächtigungsbonus mit rein. Das ist halt... Also, das Mortigard ist halt nur beschissen, ne? Egal in welcherlei Hinsicht. Ja, jetzt sind... Das sind jetzt 2 Sekunden sind tot, ne? Die werden halt jetzt beide in den Ermächtigungsbonus... Oh, das war doch mehr raus, als ich dachte. Die werden halt beide in den Ermächtigungsbonus rein. Also ich hätte jetzt 2 Optionen, um da unten hinzukommen, ne? Option 1 von hier rumspringen, das kannst du, glaube ich, knicken. Und Option 2 ist von da oben irgendwie da runter. Watch your feet. Aber wenn ich so runterspringe, könnt halt rückwärts... Probier's jetzt. Heißt, ich konnte hier mit der Reisegestalt hochspringen. Eigentlich geht die Reisegestalt da gar nicht. Oder sollte eigentlich nicht gehen. Da nicht hoch, oder was? Eigentlich geht die in Torghast nicht, die Reisegestalt. Keine Ahnung, warum das jetzt geklappt hat. War jetzt irgendwie so Reflex... Ja,
Hey, wie krieg ich den Dunkelmond-Jahrmarkt? Ruf Buff, ne, du gehst auf den Dunkelmond-Jahrmarkt und fahrst mit dem Karussell, ne? Vorher Tickets kaufen. Kannst, glaube ich, mittlerweile mit der Achterbahn fahren. Kriegst du auch. Watch your feet. Aber der Dunkelmond-Jahrmarkt ist ja gar nicht mehr. Der ging ja nur bis gestern. Stimmt, mit Flattern hätte ich auch... Stimmt, jetzt wo du sagst, ne? Klar, ich kann ja auch flattern als Druid. Habe ja die Eulen-Affinity drin. Ja gut. Ja gut. Das hätten wir auch machen können. Tatsächlich, ja. Eigentlich kannst du nämlich die Reisegestalt hier drin gar nicht benutzen. Ja, hat geklappt, aber nur mit der mit dem Druid-Sprung, ne? Wenn ich normal runtergesprungen wäre, wäre ich tot gewesen. Nehmen wir mal hier die ganzen Dinger mit. Ja, habe ich noch eine Orb mehr und dann haben wir wahrscheinlich auch noch ein paar mehr Prozente. Also wahrscheinlich kriege ich bei Zeit dann am Ende 0 Punkte. Hier unten muss irgendwo ein Seil sein, dass wir uns dann hier wieder hochhuckeln können, glaube ich. Sonst ist schwierig. Ich glaube hier hinten, naja. Ich war hier mal in einem Run drin, wo ich glaube ich das letzte Achievement machen wollte, also das 12er, und wusste nicht, dass da unten noch das Seil ist. Dann habe ich mich hier selber getötet, weil ich hier nicht mehr hochgekommen bin. Also diesen Ding nicht, ne? Und das Seil wird blöderweise nach jeder Ebene einmal resettet. Ja? Also wenn du das in der einen Ebene gesammelt hast, musst du es hier nochmal sammeln. Was irgendwie komisch ist, ehrlich gesagt, aber ja, so ist das. Also zumindest war es damals so. Gut, wo haben wir denn hier noch einen Haken? Klappt das? Ich bin immer so ein bisschen skeptisch, wenn ich mich durch den Berg durchhake. Nicht, dass ich sage, das funktioniert nicht, dass du nicht durch den Berg durchhaken kannst, das klappt oft. Aber dann gerätst du fürs Spiel teilweise unter die Map und das will das Spiel nicht so gern. Und dann habe ich schon das ein oder andere Mal gehabt, dass das halt gesagt hat, nö, möchten wir nicht und disconnect. Ne? Und dann ist oft nichts Gutes dabei rausgekommen. Ah, das hier sollte ich mitnehmen. Das ist zwar ein epischer, das kriege ich diesen... Wobei, ich habe eh schon episch mitgenommen. Nevermind. Nevermind. Haben wir irgendwas Cooles noch? Scheiße. Nehmen wir das noch mit. Doch, das brauche ich. Und das geht noch auf, ja. Ja, mehr Phantasma. Das ist ein Kack. Stimmt, ich kann ja, das habe ich vorhin schon wieder vergessen, ich kann die Dinger ja tauschen, ne? Ich habe vorhin den Kack-Trade genommen, habe wieder vergessen, dass ich das tauschen kann. Da soll ich immer eigentlich drauf achten. Auch ein Kack. Kacke, egal, nehmen wir das. Das ist sogar gar nicht so ganz schlecht, das macht zwar keinen Schaden, aber zumindest müssen die Range-Mobs an dich rankommen, ne? Also wie so eine Art Smoke-Bombe um dich rum. Was ist jetzt hier für eine Ebene? Hä? Wie habe ich denn jetzt eben... Hä, wie habe ich denn jetzt eben Prozent gekriegt? Oh nein. Wir fangen da jetzt gar nicht an. Gleich drauf konvoken. Also ich habe vorhin gerade ein paar Vasen kaputt gemacht, ja, aber ich habe auch so gerade übelst Prozente gekriegt. Super, jetzt habe ich halt den Balken voll, aber hier habe ich halt jetzt... Mal gucken, ob hinten irgendwo ein größerer Pull ist, weil das für die 5 Mobs lohnt oder 3 Mobs lohnt sich das jetzt nicht. Ich habe jetzt den Effekt mit den 3 Dings drin, ne? Eigentlich müsste ich jetzt wieder Ding rausziehen hier, für die Bosse vor allem. Wo haben wir es denn? Sonnenfeuer, das bräuchte ich jetzt. Fuck, da muss ich... Das wäre jetzt so ein beschissener Tod gewesen, ne, wenn ich von der Explo gestorben wäre. Mal schauen, ob ich hier nur irgendwas mitnehmen kann. Ne, so wie es aussieht, nicht. Ah, für die brauche ich es eigentlich auch nicht ziehen. Oder soll ich? Ich glaube, scheiß drauf. Muss es irgendwo ziehen. Da kommt wahrscheinlich nur größere Puls, aber... Hilft ja nichts.
Ja, ganz toll. Irgendwie für die paar Viecher den Bonus gezogen. Run. Run. Ich muss glatt bloß schauen, dass ich den Kern noch mit aufsammle, ne? Dass wir den noch drin haben. Komm, ich kick die jetzt mal beide weg. Mach mal eine Convoke-Eulen-Action drauf. Ich muss den jetzt mal schnell killen, dass ich innerhalb von 10 Sekunden zwei Rares auf jeden Fall schon mal hab. Gut, so wie es aussieht, ist hier auch nichts mehr. Könnte theoretisch hier immer einmal die mit Sonnenfeuer dotten, dann auf alle Mondfeuer draufhauen, dann kriegen sie nämlich mehr Damage, ne? Ich halt machen, weil den einen epischen Trade habe ich ja schon. Interrupt. Da hinten in der Ecke ist wieder so ein Kern, ne? An den will ich eigentlich mit ran. Run. Die despawnen relativ schnell, dann kann ich den Stack noch ein bisschen mit hochstacken. Daraus, dann machen wir jetzt kein Risiko. Alter, die Zeit wird so bad sein, ne? Also ich weiß nicht, wie lange ich jetzt hier schon drin bin. Na komm, ich kann doch gleich interrupten. Ach komm, da fehlen. Ach shit, da haben wir jetzt nochmal wieder so ein Viech. Die einen zwei sind wieder despawn. Seht ihr, da stehen zwei. Komm ich da jetzt nur irgendwie zurück? Kann ja blöderweise nicht aufmounten. Schaffe ich den Sprung in der Katzengestalt? Ah, fuck it. Watch your feet. Die sind gestorben, die zwei. Da stehen jetzt nochmal die zwei Elite-Mobs. Kann eigentlich bloß versuchen, in der Katzengestalt darüber zu springen, ne? Das schnellste, was ich hab. Watch your feet. Das hat funktioniert. Weil zurück kommst du nicht, das ist das Blöde. Jetzt habe ich die zwei Elite auf jeden Fall fertig. Okay. Ja, gut war es nur, dass das in eine Ebene ist, die hier daneben ist, ne? Dass ich da nochmal hin konnte. Weil es gibt halt immer keine Portale zurück. Was halt schon ein bisschen blöd, ehrlich gesagt, ist. Interrupt. Wenigstens habe ich jetzt halt den einen Trade schon mal dabei, ne? Dass ich dann mehr Schaden drauf macht, wenn ich drei Dots hab. Das ist schon recht strong. Muss ich halt immer so blöd hier in die Eule switchen, das habe ich halt nicht so ganz gebindet. War jetzt kein... Ah ja. Super, jetzt habe ich gerade keinen Walk gezogen. Der ist richtig gut mit dem Mondfeuer-Ding. So, da haben wir nichts mehr. Soll doch bald mal fertig sein hier. Run. Diablo gab's die ja auch, ne? Diese quasi Strahlendinger. Aber da waren die, glaube ich, so pink oder irgendwie sowas in die Richtung. Kannst du Eulenform nicht gebindet haben, dein Convoke?
Watch your feet. Zu 90% convoke ich im... Watch your feet. Quasi im Bären, ne? Außer bei jetzt zum Beispiel Bossen, wo ich irgendwie am Anfang kurz convoken kann und da gehe ich über Heart of the Wild rein und da gehe ich automatisch in die Eulenform. Das habe ich gebindet. Weil ohne Heart of the Wild macht es nicht so viel. Außer jetzt hier in Torghast, weil du halt Buffs hast, ne? Und die paar Mal, wo ich es so brauche, da klicke ich es dann tatsächlich. Aber hier in Torghast brauche ich schon öfter die Eulenform, weil ich halt dementsprechend hier... Warte mal, ich könnte eigentlich das hier switchen, dann hätte ich es gebindet. Stimmt, das habe ich mir das letzte Mal gemacht, die Makros. Ganz vergessen wieder. So, okay, das haben wir. Ist die Frage, ob ich jetzt nochmal hier einen großen Pull mache. Oder... Leute, jetzt habe ich die Eulengestalt gebindet. Easy. Ich habe verschiedene Shapeshift-Makros. Muss ich mir halt bloß richtig hinziehen. Hab halt eins fürs Cat-Weaven, ne? Und eins fürs All-Weaven in Makro. Normalerweise, wenn ich im Raid Single-Target spiele, dann tue ich halt Cat-Weaven. Aber dann spiele ich auch ein anderes Legendary und so. Ja, jetzt muss ich es nicht mehr klicken. Ich habe leider jetzt auch keine... Ah, warte mal, hier ist noch ein Ding. Noch mit. Gut, der Balken ist komplett voll. Wenn, dann benutze ich es jetzt für einen Boss. Oder ich mache nochmal einen großen Pull hier irgendwo. Schauen wir mal, wie viele Mobs kommen dann da noch. Ach, nein. Na, haben wir ihn weggehauen. Meint ihr, das lohnt sich, dass wir die hier nochmal in den Buff reinhauen? Ja, das ist eigentlich nur der Boss und die paar Vasen. Nee, komm, das benutze ich für den Endboss. Scheiß drauf. Da rentiert sie sicher nicht. Vielleicht können wir den Endboss dann wegspeeden. Eventuell. Wird wahrscheinlich knapp werden. Interrupt. Watch your step. Stoppen wir jetzt. Das ist jetzt so. Und dann schauen wir mal, was wir an Damage raushauen. Naja, hätte ich mir jetzt irgendwie mehr erwartet, ehrlich gesagt. Aber gut runtergegangen ist er. Schauen wir mal. Mit dem Buff beim Endboss könnte es vielleicht reichen. Auf die Hälfte hauen oder so. Warum kriege ich das jetzt? Das ist der stärkste Affix überhaupt, ne? Das ist der... Ach, super, den kriege ich halt jetzt. Beim Endboss. Gut, ist gut, dass ich ihn überhaupt gekriegt habe, aber besser wäre es halt gewesen, wenn ich ein bisschen früher gehabt hätte. Ah, da ist ein T-Mog dabei. Da habe ich den 500er Bonus nicht scheiß drauf. Wahrscheinlich war das jetzt dumm, aber egal. Eigentlich will ich so 500 Phantasmen über haben, aber ich will das T-Mog holen. Wahrscheinlich habe ich mir jetzt durch das T-Mog den Dings verkackt, ne? Aber ich habe so selten da einen T-Mog dabei. Also wenn es dadurch verkackt ist, dann wäre es ärgerlich. Immer T-Mog nehmen. Mit, ja. Also komm, wir hauen jetzt. Da haben wir den Boss wenigstens schnell getötet. Und hat's gereicht? Ja, es hat gereicht. Gut, ich habe die Waffe nicht eingesetzt. Perfekt.
hat es fürs Achievement gereicht. Ich war mir jetzt kurz unsicher, soll ich C-Mog nehmen, weil das, da schwindet natürlich dann ein paar Punkte, ne? Ich krieg halt wahrscheinlich, glaube ich, nochmal 10 Punkte mehr, wenn ich 500 von den Zeug über hab. Aber es hat auch so gereicht, war eine gute Entscheidung. Jetzt schauen wir mal, was wir da gekriegt haben. Beziehungsweise, wir nehmen erstmal hier das Ding mit. Ach, noch ein T-Mog. Jetzt aber. Oh, jetzt haben wir sogar von dem 100%. Nice. Das war richtig lootlastig hier. Richtig nice. Also, jetzt gucken wir mal. Also, wir haben 99 Abschlussbonus, 35% MS, 12 Zeit, ne? Also, ich war richtig slow. Aber das war der Way to go tatsächlich. Dann Brandschatze haben wir, Erlöser haben wir, alle Seelen, Fallenmeister. Ich habe keine Falle ausgelöst. Räuber, Mittler haben wir ausgeräubert. Die Bewohner haben wir, Draufgänger, 2 Liter in den 10 Sekunden, das hat geklappt. Plünderer, Scharfrichter, Boss in weniger als 40 Sekunden und Sammler haben wir. Na, ist gut. Ist gut. Okay. Dann gucken wir mal, jetzt müssten wir, genau, jetzt haben wir das Achievement plus das Meta-Achievement und hier hat es dann auch noch ein Mount gegeben. Was wir jetzt noch machen, für vielleicht noch eine T-Mog-Chance, laufen wir jetzt noch einmal kurz den Ding durch. Hier, das Adamantit-Gewölbe, das kann ich ja zum Glück komplett stealthen, was immer ganz schön ist. Außer ich verkack's und renne halt in irgendeinen Mob rein, aber im Normalfall kann ich hier komplett durchstealthen. Ah, da kommt jetzt so ein der Dieb kommt, aber das ist mir egal, ich brauche jetzt kein Phantasma. Super, wie haben die mich jetzt denn gesehen? Na gut, okay, egal, wir haben am Ende Shadow Melt. Wenn es gut läuft, okay, ich werde übelst verdroschen, das ist nicht gut. Aber ja, das ist jetzt schon mal nicht gut gelaufen hier. Shadow Melt. Okay, das hat geklappt. Der ist auch... Ach, der despawnt mit Shadow Melt? Wait... Ist er dadurch ist er gestorben. Ich habe jetzt meinen Convokes gut hochgebufft. Das brauchen wir nicht. Einfach weiter hier zum Boss. Der hat das gut auf den Sack gekriegt, ne? So, schauen wir mal. Vielleicht hat der noch einen T-Mog dabei. Ach gut, ich hätte eh kein Zeug, um es kaufen zu können, merke ich gerade. Okay, die Seelen lassen wir auch liegen. Einfach zum Boss und dann gucken wir mal. Vollkommen, die können wir schnell mitnehmen. Schauen, wie lange wir gegen den Boss brauchen. Bin halt wieder einmal ein bisschen vorbereiten, den Boss. Ah, jetzt Sonnenfeuer ist ausgelaufen. Na gut, ich glaube, gegen den werden wir ein bisschen länger brauchen. Habe ich so das Gefühl. Muss halt gucken, dass ich immer hier die 3 Dots aufrechterhalte. Dann kriegt er nochmal 50% mehr. Und habe ich halt den anderen 50% Buff auch noch. Eule hier. Ich habe die letzten, weiß ich nicht, wie viele Torghast-Runs habe ich aus dem Adamantit-Gewölbe tatsächlich gar nichts mehr bekommen. Nikita, ich grüße dich übrigens. Weiß nicht, was das jetzt an Schaden macht, wenn ich da drin stehen würde. Aber machen wir mal lieber nicht, sagen wir es mal so. Reddern. Ich würde ganz gern meinen 4er-Set-Bonus und Torghast auch nochmal ausprobieren, ne? Das Ding ist, ich habe den halt immer noch nicht. Jetzt habe ich die ganzen Torghast-Teile fertig. Und, gut, Ding hätte ich halt noch, ne? Hier das andere, Jailer's Gauntlet. Mal gucken. Aber das werde ich dann nachher auch noch ein bisschen weitermachen. Und dann werden wir mal schauen, ob ich das auch ohne 4er-Set-Bonus hinkriege. So.
Ja, perfekt. Also irgendwie hier das Anomantitgewölbe, die droppen gar nichts mehr. Gut, dann sind wir jetzt damit durch. Das war jetzt der letzte von den insgesamt 6 Runs. Wenn ihr die anderen auch sehen wollt, die habe ich, wie gesagt, in eine Playlist schon reingepackt. Und ja, dann haben wir es damit mit den 16er makellosen Runs durch. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.